heartfelt love stories. Hallo ihr Lieben, heute soll es wieder um die letzten drei Bücher gehen, die ich gelesen habe. Ihr wisst Bescheid, klickt einfach irgendwo hin, wenn ihr irgendwo bestimmt hinspringen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Der Übergang von Justin Cronin. Dieses Buch habe ich mit der Sina zusammen gelesen und der Übergang war unser Untergang. Also ich weiß nicht, wir haben für dieses Buch wahnsinnig lange gebraucht und selbst wenn man bei diesem Buch nur 50 Seiten am Tag liest, hatte ich immer das Gefühl, ich habe 100 gelesen oder 200. Also es ist wirklich sehr, sehr anstrengend, dieses Buch zu lesen, aber ich komme jetzt mal zum Inhalt. In diesem Buch geht es um die kleine Amy. Amy ist 6 Jahre alt und wird von ihrer Mutter bei ein paar Nonnen zurückgelassen und ja, die kümmern sich ganz liebevoll um Amy und eines Tages steht das FBI vor der Tür und möchte sie mitnehmen. Und Amy muss halt mit diesen Beamten mitgehen und die Schwester von, also die Nonne, Schwester Lacey, hat kein gutes Gefühl bei der Sache, Amy dort mit hinzugeben, hat aber im Endeffekt keine andere Wahl und diese FBI-Agenten bringen Amy in eine geheime Forschungseinrichtung und dort werden Experimente mit ihr und anderen Leuten gemacht und ja, was will ich sagen? Am Ende kommt es zur Apokalypse und die ganze Welt geht unter. Und dann macht man hier in diesem Buch einen relativ großen Zeitsprung. Und ja, dann ist quasi Stunde Null vorbei. Die Welt befindet sich mitten in einer postapokalyptischen Welt. Und es geht um eine Gruppe Überlebender, die in dieser Welt zurechtkommen müssen. Und diese Gruppe Überlebender trifft eines Tages auf Amy. Und ja, Amy ist was ganz Besonderes und das stellen alle anderen auch ganz, ganz schnell fest. Und das ist so das Grobe, worum es im ersten Teil von Der Übergang geht. Es geht darum, erstmal herauszufinden, was ist überhaupt los in dieser Welt, was ist dort genau passiert, wieso, weshalb, warum ist das Ganze, wie kommt man mit den Folgen zurecht. Und ja, am Ende wird dann natürlich auch noch eine Sache sehr, sehr stark bewusst, und zwar, dass man gegen diese Sache, die die Postapokalypse heraufbeschworen hat, vorgehen muss und dass man sich zur Wehr setzen muss und dass man das nicht länger so hinnehmen kann. Und das ist das dann, worum es im zweiten Teil dann geht, in die 12. Und mehr möchte ich zum Übergang eigentlich auch erstmal nicht sagen, weil sonst verrate ich wirklich einfach zu viel. Ich weiß, aufgrund der Dicke des Buches könnte ich eigentlich noch viel, viel mehr erzählen, aber ich möchte es nicht. Also wie gesagt, es geht um Amy hier im Vordergrund und um diese Gruppe Überlebende und ja, ich fand die Story echt wahnsinnig gut. Also ich habe damals, wo ich das Hörbuch gehört habe letztes Jahr, da habe ich es in der gekürzten Fassung gehört und deswegen habe ich gesagt, ich möchte das Buch auf jeden Fall irgendwann nochmal lesen, weil einfach wahnsinnig viel gefehlt hat stellenweise bei dem Hörbuch. Und ja, deswegen habe ich es jetzt auch nochmal gelesen. Und ich muss sagen, mir gefällt die Story echt immer noch richtig, richtig gut. Ich mag die Charaktere, ich mag, wie diese ganzen Szenen beschrieben sind. Also es gefällt mir wirklich sehr. Das, was mich aber hier in diesem Buch wirklich sehr, sehr, sehr genervt hat, ist einfach, dass alles so ausschweifend ist. Jeder Charakter in diesem Buch bekommt hier seine eigene Hintergrundgeschichte. Und jeder Charakter in diesem Buch wird hier analysiert und dargestellt. Natürlich bekommen die Charaktere dadurch eine Wahnsinnstiefe und man kann auf einer wahnsinnig guten Ebene auch nachvollziehen, was mit den Charakteren ist. Aber dadurch ist dieses Buch natürlich, ne, es wächst und wächst und wächst und es wird halt auch wirklich alles bis ins Kleinste hinein analysiert und dargestellt und erklärt und gemacht. Was ich einerseits wirklich, wie gesagt, sehr, sehr gut finde, aber andererseits, wie gesagt, hängt das beim Lesen, ist das, man hat einfach das Gefühl, man liest auf der Stelle teilweise, weil es einfach so wahnsinnig viel auch ist, teilweise an Informationen und Input, was man hier bekommt und einfach an unnützen Informationen, weil es gibt dann hier, wie gesagt, diese Siedlungen, wo diese Überlebenden sind und dort gibt es, keine Ahnung, 100 Leute und von diesen 100 Leuten kriegen gefühlt 80 Leute ihre eigene Hintergrundgeschichte und das sind halt einfach Sachen, wo ich sage, okay, das ist ein bisschen zu viel, da hätte man sich wirklich hier auf die hauptsächliche Gruppe, um die es dann auch im weiteren Verlauf geht, hier hätte man sich auf die wirklich spezialisieren können und die anderen einfach nur anschneiden können. Das war für mich einfach so viel zum Thema unnützes Wissen. Aber gut, so hat das der Autor halt nun mal gemacht und dargestellt, da kann man nichts dran ändern. Ansonsten muss ich sagen, ist der Schreibstil keine leichte Kost. Also es ist ja auch kein Jugendbuch, es ist ja schon ein Erwachsenenroman, also es ist ja schon ein Buch, sag ich mal, was ein bisschen anspruchsvoller ist und was jetzt nicht unbedingt so für Jugendliche auch gemacht ist. Ansonsten, was kann ich euch zu dem Buch noch erzählen? Es gibt, wie gesagt, Charaktere in diesem Buch, die mag ich wirklich sehr, sehr gern. Vor allem voran natürlich Amy. Amy ist ja in dem Sinne unsere Protagonistin hier in der Geschichte. Sie steht da relativ weit im Vordergrund. Dann gibt es aber auch noch Peter und Alicia und Sarah und Theo und Musami und
keine Ahnung, wie sie nicht alle heißen. Und man bekommt natürlich dadurch, dass jeder Charakter so eine gewisse Tiefe bekommt, fühlt man natürlich auch sehr mit den Charakteren mit. Also so ging es mir dann auf jeden Fall. Ich mochte die Charaktere wirklich sehr, sehr gern. Und ja, freue mich da auf jeden Fall auf den zweiten Teil, denn das Ende, finde ich, hat schon so eine fiese Aussage hier in der Luft hängen lassen, wo ich gedacht habe, okay, das ist so. Und Musina dann aber meint, ja, aber willst du denn wirklich wissen, dass es so ist? Und da hat sie ja recht. Also ich bin auf jeden Fall, was das betrifft, gespannt, wie es weitergeht. Ich wäre sehr, sehr traurig, wenn das Ende... wenn das am Ende wirklich passiert wäre, was ich hier vermute, dann ist es wirklich sehr, sehr schade. Aber dann gut, dann ist es halt so, dann kann man es auch nicht ändern. Ich bin auf jeden Fall auf den zweiten Teil gespannt, weil dann, wie gesagt, hier das Problem ja so richtig in Angriff genommen wird. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Der zweite Teil ist ja auch wieder so unglaublich dick. Ich habe ihn schon da. Ich möchte ihn auf jeden Fall nächsten Monat mitlesen. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Bei Ende Oktober kommt ja dann auch endlich der dritte Teil raus. Nach, ich glaube, 4 Jahren kommt dann endlich der dritte Teil raus. Der heißt Die Spiegelstadt und ich bin so gespannt, wie das Ganze dann ausgeht. Wie gesagt, der Übergang war unser Untergang. Mein Problem war halt auch einfach, ich kannte die Geschichte schon, ich wusste, was passiert, so im Großen und Ganzen. Und dann hat es mich einfach auch nochmal genervt, diese ganzen Sachen dann teilweise zu lesen. Und ich denke, ja komm, das weißt du doch schon. Wisst ihr, was ich meine? Es ist schön, aber es ist auch bei so einer schwierigen Story sehr, sehr anstrengend. Und ja, aber wir haben dieses Buch überstanden und wir haben es überlebt. Und ich finde die Geschichte, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gut. Ich mag die Charaktere und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, habe ich gelesen, weil ich nach dem Übergang einfach irgendwas Leichtes brauchte. Irgendwas, wo ich nicht drüber nachdenken muss. Irgendeine Geschichte, die mich einlullt. Und ja, habe dann gelesen den ersten Teil von Calendar Girl verführt, Januar, Februar, März. Und ich muss sagen, ich mochte das Buch eigentlich ganz gern, aber es ist schon sehr unrealistisch und sehr weit hergeholt. Aber ich mag solche Schnulli-Bücher auch und ich mag ja auch Shades of Grey. Also von daher, Schnulli-Bücher sind mein Ding und deswegen kann ich euch das Ganze auch nur empfehlen, wenn ihr wirklich Liebesgeschichten mögt und wenn ihr Bücher mögt, wo ihr mal abschalten könnt und wo ihr nicht drüber nachdenken müsst, dann schaut euch Calendar Girl auf jeden Fall an. Die Story ist auf jeden Fall auch mal was anderes. Damit komme ich auch gleich mal zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Mia und Mia hat ein großes Problem. Ihr Ex-Freund, ein Kredithai, hat ihrem Vater Geld geliehen und ja, der konnte die Schulden natürlich nicht zurückzahlen und liegt jetzt im Koma im Krankenhaus. Und Mia muss zusehen, wie sie die Schulden abgearbeitet bekommt von 1 Million Dollar. Hierfür hat sie 1 Jahr Zeit und am Ende bleibt ihr nichts anderes übrig, außer in die Escort-Agentur ihrer Tante mit einzusteigen und dort als Escort-Girl zu arbeiten. Und ihre Tante hat halt einen Plan, dass sie auch wirklich genug Geld in dem Jahr zusammenbekommt. So wird Mia quasi monatsweise vermietet und ist jeden Monat bei einem anderen Mann und bekommt dafür 100.000 Dollar. Und ja, hat dann somit am Ende des Jahres genug Geld zusammen, um ihre Schulden zu bezahlen. Das Problem ist nur, dass Mr. Januar ziemlich schnell Mias Herz erobert und dass es danach gar nicht so einfach ist, weiterzumachen. Mehr möchte ich zum Inhalt auch gar nicht sagen, glaube ich, sonst verrate ich euch viel zu viel. Ich kann nur sagen, dass ich Mia als Charakter irgendwie total gar nicht verstanden habe teilweise, dass ich ihre Reaktion auch gar nicht teilweise so verstanden habe. Und ich dachte mir nur so, oh Gott, was ist mit der denn los? Was geht denn bei der ab? Und dann dachte ich mir, gut, wer weiß, wie du in dieser Situation reagieren würdest. Aber also teilweise konnte ich ihre Reaktion nicht nachvollziehen, was ich aber wie gesagt gar nicht schlimm fand, weil die Story für mich schon wieder... so war, dass die jetzt nicht so, ja komm, das ist sowieso nicht real, die Geschichte war einfach so unrealistisch, dass ich sage, okay, sowas passiert in echt nicht, ne? Also sowas gibt es in echt definitiv nicht und wenn das so übertrieben unecht ist, sage ich mal, dann stört es mich wieder nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt so Bücher, wo mich das nervt, wo ich auch Augen rolle, wo ich sage, boah, das ist total unrealistisch, sowas geht überhaupt gar nicht. Ja, und dann gibt es Bücher, wo ich sage, okay, komm, die sind totaler Schnulli, die sind total weit hergeholt, die sind total überzogen, aber die mag ich. Und so war es bei Calendar Girl auf jeden Fall. Wie gesagt, die Geschichte ist ultra weit hergeholt, solche Zufälle kann es nicht geben, wie diese Buch alle auch passieren. Aber ich mag die Geschichte, gerade weil sie so übertrieben ist. Und wie gesagt, Mia als Charakter ist auf jeden Fall mal eine Abwechslung und mal was anderes, aber ich konnte sie halt teilweise einfach nicht verstehen. Und dann dachte ich so, bitte, warum machst du das denn jetzt? Man merkt auch während der Geschichte, wenn man Mia da begleitet, dass sie auch mit sich nicht so im Reinen ist und dass sie auch mit sich in einem gewissen Zwiespalt steht und gar nicht weiß, was sie jetzt hier eigentlich gerade macht und was sie eigentlich will und was es eigentlich soll. Und ja, das fand ich dann wiederum, wie gesagt, sehr, sehr gut. Und ich bin bei Mia, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen, was ich von ihr halten soll. Ich mochte dafür aber Wes wirklich sehr, sehr gern.
Und ich mochte Mia als Freundin auch sehr, sehr gern und ihre Schwester. Das sind so nette Nebencharaktere in dem Buch. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei dem Buch weitergeht. Vom Setting her befinden wir uns hier in den USA. Und dadurch, dass Mia ja jeden Monat bei einem anderen Mann ist, ist sie jeden Monat auch an einem anderen Ort, was auch eine gewisse Abwechslung nochmal mit reinbringt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und was Mia da alles noch so anstellt, es ist natürlich ein erotischer Liebesroman. Also hier gibt es auch viel Sex in diesem Buch, das muss ich gleich dazu sagen. Wer jetzt keinen Bock hat auf viel Sex in irgendwelchen Büchern, der sollte es lassen, weil ich finde, es ist schon recht viel, was hier drin ist. Also es gibt Bücher, wo definitiv das anders ist, aber hier ist es wirklich schon sehr, sehr viel, was hier drin vorkommt. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und ob Mia ihr Herz denn noch verschenken kann oder nicht. Und ja, schauen wir mal. Ich möchte mir den zweiten Teil auf jeden Fall kaufen. Den gibt es schon. Den dritten kommt jetzt im Oktober. Also, ja, schauen wir mal. Damit wären wir dann auch schon beim letzten Buch, was ich gelesen habe. Und es ist scheiße heiß heute bei uns. Es ist einfach nur heiß. Ich habe keinen Bock mehr. Also, ich bin ja ein Winterkind und ich bin echt froh, wenn dieses übertriebene Wetter hier vorbei ist. Also, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Es muss dann auch nicht mega kalt werden, aber so ein bisschen kühler ist schon okay. Aber naja, gut, lassen wir das. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war dieses hier. The Real Thing, Länger als eine Nacht von Samantha Young. Das ist der erste Teil ihrer neuen Reihe von den Hard Real Love Stories. Und es gibt so insgesamt 7 Bücher geben zu dieser Reihe, was ich richtig, richtig gut finde. Und ich hoffe, es bleibt dabei. Und ich bin auf jeden Fall auch schon gespannt, wie es weitergeht. Ich möchte verdammt nochmal ganz viele Geschichten von diesen Leuten hier haben. Ich bin auf jeden Fall schon hin und weg von diesen ganzen Charakteren in diesem Buch. Ich mag sie einfach alle total. Und ich bin so gespannt, was Samantha Young sich hier wieder ausdenkt und was für Geschichten da dahinter stehen hinter den einzelnen Charakteren. Und ja, da freue ich mich schon mega drauf. Ich komme jetzt aber erstmal zu The Real Thing. In diesem Buch geht es um Jessica Huntington und Jessicas Ärztin. Und sie arbeitet in einem Gefängnis, also in einem Frauengefängnis und lebt ihr Leben so vor sich hin. Sie hat eine Affäre mit einem Chirurgen, hat aber auch keine Lust, sich irgendwie auf eine Beziehung mit dem einzulassen. Ja, und lebt da halt so ihr Leben und eines Tages wird es aber alles durcheinander gebracht, denn sie findet ein paar Briefe. In diesen Briefen steht eine ganz rührende Geschichte und diese Briefe sind 40 Jahre alt und Sarah hat das starke Bedürfnis, dem Ganzen nachzugehen und den Empfänger dieser Briefe, der diese Briefe eigentlich haben sollte, also eigentlich bekommen sollte, ihn ausfindig zu machen und ihm die Briefe doch noch zu geben. Und deswegen fährt sie nach Hartwell, um halt das Ganze aufzudecken und aufzuklären. Und in Hartwell angekommen, stellt Jessica ganz, ganz schnell fest, dass es ein bezaubernder Ort ist, dass es ein Ort ist, der ihr bisheriges Leben ziemlich stark auf den Kopf stellt. Und dann trifft sie auch noch auf Cooper Lawson und damit war es das dann. Ihr Leben ist, wie sie es bisher kannte, ist vorbei und Jessica stellt ganz, ganz schnell fest, dass ihr Leben bisher, wie es war, nicht wirklich ausgefüllt und erfüllt war und ja, dass sie da einiges ändern muss. Und mehr möchte ich zum Inhalt auch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, ich mochte dieses Buch unglaublich gern. Der erste Teil, wenn ich ihn jetzt mit der Edinburgh Love Story Reihe vergleichen müsste. Ich weiß nicht, die Edinburgh Love Story ist für mich so das Nonplusultra in diesem Bereich. Deswegen ist es schwierig, alles damit zu vergleichen. Aber es ist so gut wie die Edinburgh Love Story, aber es ist definitiv auch nicht besser. Also ich mochte dieses Buch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist so gut, es ist so viel besser als die erste Reihe von ihr. Nein, es ist definitiv nicht. Aber ich mochte es auch unheimlich gerne. Wie gesagt, ich finde die Charaktere in diesem Buch wahnsinnig sympathisch. Ich finde Jessica als Protagonistin in dieser Geschichte wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig stark vom Charakter her. Und sie gefällt mir wirklich richtig gut. Ich mag ihre ganze Art und Weise. Und auch die anderen Charaktere, die Nebencharaktere wie Bailey oder Emery oder Vaughn oder Cooper oder ich weiß nicht. Also jeder Charakter in diesem Buch hat einfach das gewisse Etwas an sich. Und man möchte einfach wissen, oh mein Gott, was ist mit Bailey und was ist mit Emery und was hat das mit Vaughn auf sich und was ist mit Jack Devlin eigentlich los und was will diese bescheuerte Dana und also man denkt sich die ganze Zeit nur so, what the fuck, ich will wissen, wie es weitergeht, gib mir mehr und jetzt kotze ich gerade ab, dass ich bis März warten muss, aber wenigstens geht's weiter, also puh. Ihr seht, ich bin hin und weg von diesem Buch und von dieser Reihe, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Das zweite Buch handelt dann von Bailey und Vaughn. Dafür gibt es aber auch noch keinen Klappentext leider. Das Buch erscheint ja auch erst nächstes Jahr im März. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und im Facebook habe ich auf der Samantha Young German Fanpage gesehen, dass Emery ihre eigene Geschichte bekommt. Und da war ich so happy, denn Emery ist ein ganz, ganz toller Charakter. Und wenn man dieses Buch gelesen hat, weiß man, wenn Emery ihre eigene Geschichte bekommt, wird man leiden.
Man wird mitfühlen und man wird mit ihr leiden. Und ich habe sehr hohe Erwartungen an dieses Buch dann. Ich hoffe, es enttäuscht mich nicht, aber Samantha Young hat mich bisher noch nie enttäuscht. Also von daher, ich freue mich einfach. Und ja, ansonsten, was kann ich zu diesem Buch noch sagen? Der Schreibstil war wieder grandios. Ich liebe Samantha Young, ihren Schreibstil. Er ist locker leicht, er ist einfach, aber auch nicht zu platt. Also sie hat ihre ganz eigene Art, Bücher zu schreiben. Und auch, wie gesagt, die Übersetzer von den Büchern leisten da meiner Meinung nach ganze Arbeit. Ich mag es total. Ich liebe sie zu lesen. Ich kann bei ihren Büchern wirklich immer richtig abtauchen in eine Welt und kann alles um mich drumherum ausblenden. Und ihr könnt meinen Freund fragen, wenn ich lese und wenn ich ein Samantha Young Buch lese und man quatscht mich von der Seite einfach an, ohne mal vorher irgendwie sich gemeldet zu haben und mich das Kapitel fertig gelesen zu haben oder bis an eine Stelle gelesen zu haben, wo ich sage, okay, jetzt kann ich kurz mal pausieren. Und man quatscht mich einfach an von der Seite, dann werde ich richtig aggressiv. Ich will das gar nicht, aber ich werde dann richtig aggressiv und denke mir so, warum sprichst du mich jetzt an? Ich lese. Also das geht mir bei ganz, ganz wenigen Büchern so. Und Samantha Young ist aber definitiv eine Autorin, bei der es immer so ist. Wenn ich ihre Bücher lese, bin ich weg, dann bin ich in einer anderen Welt. Und wenn mich dann einer anquatscht, kriege ich einen Hals. Also mein Freund kann davon ein Lied singen. Der kotzt schon immer. Und der denkt sich, na, wenn ihr schon wieder so ein Buch von der. Aber naja, gut. Er lebt damit, ich lebe damit. Er ist da Gott sei Dank recht tolerant mit mir. Aber ansonsten, wie gesagt, ich finde dieses Buch wahnsinnig gut. Vom Setting her befinden wir uns hier in Hartwell, einem kleinen amerikanischen Küstenstädtchen. Und wie dieser Ort beschrieben wird, scheint er wirklich etwas ganz, ganz Eigenes und von der Stimmung her Eigenes an sich zu haben. Und also ich hätte irgendwie das Bedürfnis, jetzt auch mal dorthin zu fahren und mir das Ganze dort anzugucken, weil es wird einfach so wunderschön alles beschrieben und dieser Ort ist so toll und man möchte einfach gerne mal dorthin. Auf jeden Fall, vom Setting her finde ich es, wie gesagt, wirklich sehr, 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 sehr schön. Es ist alles wundervoll beschrieben und man kann sich diesen ganzen Ort einfach richtig gut vorstellen. Und ja, wie gesagt, ich möchte da gerne mal hin und Urlaub machen. Also Samantha Young schafft es immer wieder, mich da wirklich in ihren Bann zu ziehen. Mein Fazit zum ersten Teil der Hartwell Love Stories ist, es ist ein gelungener Auftakt und es macht auf jeden Fall Lust auf mehr und ich bin so gespannt, wie das Ganze weitergeht. Und wer Liebesgeschichten mag und New Adult Geschichten mag, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall angucken und sich nicht entgehen lassen, sonst hat er echt was verpasst. Also ich kann es wirklich immer nur sagen, lest dieses Buch. Das waren meine letzten drei Bücher, die ich gelesen habe. Der Übergang, ja, wie gesagt, der war so mehr unser Untergang, aber wir haben ihn dann doch irgendwann geschafft zu beenden und ich bin da auch ein bisschen stolz auf Sina und mich, dass wir es geschafft haben. Ich glaube, Sina wird nicht weiterlesen, aber ich bleibe da auf jeden Fall dran. Und ja, Calendar Girl war, wie gesagt, dadurch, dass es absolut überzogen und unrealistisch war, auch wirklich sehr, sehr gut und hat mir richtig gut gefallen. Und The Real Thing, oh, da geht nichts drüber. Samantha Young ist wie Jennifer Almond Rout. Die zwei sind einfach meine Queens, da geht einfach nichts drüber über die beiden. Und ja, so viel war es jetzt aber auch zu dem Thema. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und jetzt geht auch die Sonne weg. Tschüss.